Systeme hochfahren. Bestätigen. Systeme werden hochgefahren. Systeme hochgefahren und online. Please stand by. 3, 2, 1. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car Broadcast TV, pünktlich zum Sonntag. Eine ganz entspannende Folge steht an. Wir haben einmal wieder eure Community-Kommentare zu den letzten drei Let's Play-Folgen aus dieser Woche. Man muss sagen, es waren zwei Let's Play-Folgen und einen Livestream. Deswegen kommt diese My Summer Car Podcast TV-Folge auch ein bisschen später, weil das Best-of zu schnippeln, das hat etwas gedauert. Aber sind wir schon beim Stichwort. Und das zweite neben den Community-Kommentaren ist natürlich das Best-of der letzten drei Let's Play-Folgen. In Klammern ein Livestream davon. Das haben wir natürlich auch noch im Programm und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Die Folge wird schon lange genug gehen. Wir fangen an mit euren Community-Kommentaren. Wir beginnen die Community-Kommentare mit Simon Kirschhoff, der schreibt: super coole Folge, mach weiter so, Grüße an dich gehen raus. Bin natürlich im Livestream dabei, das lasse ich mir nicht entgehen. Vielen Dank, lieber Simon Kirschhoff. Weiter geht's mit Leon Jungmann, der schreibt: super geile Folge, bin im Livestream natürlich dabei. Grüße gehen raus an den besten YouTuber der Welt. Vielen Dank für das Kompliment, lieber Leon. Weiter geht's auch nochmal mit Simon Kirschhoff, der schreibt: Hashtag ich bin dabei. Weiter geht's mit dem Brian, der über einen anderen Profil schreibt: ich bin's, Brian, bin natürlich auch dabei im Livestream. Wunderbar. Katze schreibt: cooles Video, vielen Dank dafür. Markus Etzi ist derselben Ansicht: cooles Video plus Like, vielen Dank dafür. Nick Snicky schreibt: Hashtag ich bin dabei. Und er schreibt: und du darfst mich, wie gesagt, Nick nennen. Vielen Dank dafür. Weiter geht's mit Herr Yannick, der schreibt: mit Lenkrad kann man besser fahren. Grüße gehen raus an deine Community und an dich. Wie gesagt, das mit dem Lenkrad ist immer so eine Sache. Müssen wir mal schauen, ob wir die Einstellung hinkriegen. Aber mit Tastatur geht natürlich Maisamaka auch ohne Probleme zu spielen. Weiter geht's mit Katze, die schreibt: cooles Video und Like. Vielen Dank dafür. Sonic Crockett schreibt: schönes Video, wie immer habe den Gatz 24 auch, ist ein schönes Ding. Auf jeden Fall ist die Gatzmod, das Fahrzeug, auch ein richtig schönes Fahrzeug, auch wenn es von Innenausstattung nicht so schön gestaltet ist, aber das Fahrzeug ist allgemein für ein Automatikfahrzeug ein richtig schönes Fahrzeug. Aber es ist nicht das einzige Fahrzeug, es gibt doch viele andere Mod-Fahrzeuge, die natürlich auch wunderbar sind. Auf jeden Fall vielen Dank für den Kommentar, lieber Sonic Crockett. Weiter geht's mit Katze, der schreibt: im Wolker oder Gatz kannst du dich anstellen, indem du auf den roten Knopf, da wo er reinkommt, am Sitz drückst. Und das wusste ich noch nicht, das hat man ja dann auch in der Mittwochsfolge mal nachgeguckt und überprüft. Das hat wunderbar funktioniert, auf jeden Fall vielen Dank, liebe Katze, für diesen Hinweis. Weiter geht's mit Hi Yannick, der schreibt: cooles Video plus Like, Grüße gehen raus an dich, vielen Dank dafür. Nix Niki schreibt: ich freue mich schon auf den Livestream am Mittwoch. Der musste ja natürlich leider verschoben werden aus privaten Gründen auf den Freitag, aber da hat er dann trotzdem stattgefunden und trotzdem waren sie auch wieder alle mit am Start. Weiter geht's mit Goldies Nice, der schreibt: nenn ihn Volga. Man kann ihn Volga nennen, man kann ihn aber auch Gatz nennen. Und trotzdem vielen Dank für deinen Kommentar. Weiter geht's mit Brian Groot, der schreibt: Kommentar plus Like, moin Weiner, ich freue mich schon auf den Livestream. So soll das sein. Weiter geht's mit Elite Gaming TV, der schreibt: moin, coole Folge, vielen Dank für das Kompliment. Weiter geht's mit Jumbo, der schreibt: kannst du mal die Links von den Mods in die Beschreibung machen? Das Problem ist, ich könnte das machen,
aber mir reichten der Platz nicht aus. Dann sagt YouTube, dass deine Beschreibung zu viel ist. Das ist das ganze Problem, deswegen habe ich das nur noch zusammengefasst, welche Mods ich überhaupt benutze. Und die Verlinkung zu den jeweiligen Mods-Seiten, die sind ja schon mit drin. Da müsst ihr einfach bloß mal nach den Mods suchen. Ich denke mal, das ist einfach die bessere Lösung. Und ich hoffe, ich konnte damit natürlich auch ja, diese Frage beantworten. Auf jeden Fall vielen Dank, lieber Jumbo, für deinen Kommentar. Weiter geht's mit Duck748, der schreibt wieder viel. Einmal mehr lesen. Hi Weiner, wieder mal eine coole Folge. Die Mod habe ich mir schon vor einer Woche installiert, weiß auch nicht, was ich davon halten soll, irgendwie ganz witzig, aber andererseits hätte man einen richtigen Hundesound einfügen sollen. Und dem ganzen Satz kann ich so recht geben, die Hundemod, die My Summer Car Dog Mod, ist schon witzig, auch eine richtige schöne Grundidee, aber die Geräusche von dem Hund sind einfach zu menschlich, ist nun mal so. Und das auf Dauer ist schon definitiv nervig. Und das ist auch die Frage, warum man dann nicht einfach einen ordentlichen Bell aufnehmen konnte und das dann in das Spiel mitnehmen könnte. Das ist das einzig skandale Mango an der Mod, die es dann halt natürlich auch ein bisschen nervig macht. Weiter geht's. So viel wie ich mitbekommen habe, hat Brennfuchs die KI programmiert. Was macht denn Brennfuchs eigentlich nicht? Braucht man mal lieber so rum, weil dann können wir gleich eher zu der Antwort kommen. Okay, auf jeden Fall vielen Dank, lieber Duck748, für die Hinweise und für deinen Kommentar. Dann gibt es eine Antwort zu dem Livestream verschieben mit dem Breaking News. Da schreibt Gold is nice, kein Problem. Vielen Dank für das Verständnis. Benny HD schreibt dazu easy, kein Problem. Auf jeden Fall vielen Dank auch für dein Verständnis. Genauso Oliver601, bin dabei. Vielen Dank für dein Verständnis. Markus schreibt, oh schade, aber trotzdem kein Problem. Auch an dieser Stelle vielen Dank für dein Verständnis. QVCK99 schreibt, Mann, aber egal, vielen Dank für dein Verständnis. Und er schreibt auch noch, bin dabei, Männer, so soll es auch sein. Blaulichtreport schreibt, kein Problem, auch Dankeschön an dieser Stelle für dein Verständnis. Weiter geht's mit Katze, ich freue mich, so soll es auch sein. Ansonsten hätte es ja gar keinen Sinn, ne? Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar. Dann schreibt Markus einen ganz langen Kommentar. Cooles Video plus ja ein oder anderen Like. Bitte nimm das mit Humor. Danke, ich hoffe, ich nerve dich nicht. Auf jeden Fall habe ich ja schon in der letzten My Summer Car Podcast TV-Folge gesagt, dass ich da absolut nicht davon genervt bin. Ich nehme das mit Humor. Das ist kein Problem. Wie gesagt, das ein oder andere Like weniger wird es auch machen. Dr. Metwurst, der schreibt auch noch dazu, man kann es auch etwas übertreiben. Aber man muss es auch einfach mal mit Humor sehen. Mich stützt auf jeden Fall nicht. Vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Markus. Weiter geht es mit der Katze. Er schreibt einen Hinweis wegen dem Speicherstand der Tangerine-Mod löschen. Bei der Pickup-Mod hast du im Savegame ordentlich Tangerine-Datei gelöscht, also da, wo die DV2-File ist zum Beispiel und dann den Pfad dazu. Und genau die habe ich dann auch noch gelöscht, nachdem ich das gelesen habe. Und jetzt steht auch endlich der Pickup wieder bei der Oma da. Jetzt muss man halt das ganze Gespräch nochmal machen. Die Aufgabe, diese an den Einkauf dort abgeben, das Gespräch abwarten und dann kriegen wir das Geld und den Schlüssel. Und dann haben wir endlich auch wieder den Pickup. Und ich hoffe, der bleibt diesmal dauerhaft bei uns. Auf jeden Fall, liebe Katze, vielen Dank für diesen Hinweis. Weiter geht's auch noch mit der Katze zum anderen. Schreibt sie, Mod kann ins Gefängnis und ausbrechen. Alles geht weiter und die Tage im Gefängnis werden auch weniger. Weiter geht's bei Traktor. Einfach ein bisschen Handgas anlassen. Ein bisschen Handgas und das Ignition aus. Hängs aus, in Klammern zu und Rucksack auf. Und dann, wenn Standardeinstellungen, Steuerung und Y, dann ist alles auf einmal raus. Das sind so ein paar Hinweise, die habe ich auch noch nicht gewusst. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Zocker Gaming schreibt super Video plus Like. Vielen Dank dafür. Weiter geht's mit Duck748. Der schreibt, hi Weiner, es gibt dem Traktor einige Neuerungen. Du musst das Handgas, Handthrottle ein klein wenig ziehen und auch so lassen, sonst geht ja aus. Das habe ich dann mitbekommen. Ich denke mal, jetzt bin ich so langsam mit dem Traktor wieder warm geworden. Man kann jetzt auch die Frontgabel hoch und runter verstellen und den Frontlader im Ganzen geht jetzt auch höher. Die Hebel hast du rechts neben den Sitz. Ganz praktisch ist auch, dass man ein Seil an der Frontgabel befestigen kann und somit den Satsuma vorne und hinten anheben kann für Radwechsel. Dir noch einen lieben Gruß, natürlich auch an die Community und ein dickes Like. Und das wusste ich auch nicht, dass man mit der Gabel
da die Autos anheben kann. Richtig nices Features. Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis und für deinen Kommentar, lieber Duck748. Weiter geht's mit Leon Jungmann. Der schreibt geile Folge. Grüße von Leon. Vielen Dank dafür, lieber Leon. Ein weiterer Kommentar von Leon Jungmann. Bei Minute 7 hätte egal gut gepasst. Das war die Szene, wo wir uns dann in der Kurve gedreht haben. Da kann ich dir auch recht geben. Das hätte auch gut gepasst. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar. Dann schreibt Tobias Bochmann zu der Breaking News, dass wir den Livestream verschieben mussten. Nicht stimmen, also bis Freitag. Vielen Dank für dein Verständnis. Weiter geht's mit Dr. Mettwurst. Der schreibt, bitte nicht den Hund im Stream holen. Dieses Wow und Wuff und so weiter macht mich irre. Die Mod an sich ist ja okay. Ich habe selbst einen Hund zu Hause und ich habe mir in meinem Sommerrem einen gewünscht. Aber diese nervigen Geräusche gehen einem doch ziemlich schnell auf den Sack. Bin auf jeden Fall Freitag dabei. Und da kann ich Dr. Mettwurst auf jeden Fall, wie gesagt, recht geben bei der MySommerCar Dog Mod. So ist es eine schicke Mod, aber dieses menschliche Gebell und die anderen menschlichen Geräusche, die sind sehr, sehr, sehr schnell nervig. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar. Ein weiterer Kommentar von Duck748, der schreibt, hallo Weiner, hier das neueste Update für die Experimental-Version. Die Regeln für die Rallye-Reifen sind geöffnet. Jeder Reifentyp außer Racing Slicks ist jetzt zulässig. Fieberglas habe besteht nur die Inspektion. Fehler mit One, The Gauntlet Spiel und Videopoker behoben. Zwei Farmshops hinzugefügt. Transport von Heuballen und Mähdrescher. Sie müssen keine Heizölsteuer zahlen, wenn Sie mindestens einen Heuballen mit dem Traktor Flachbrett transportieren. Okay, das sind einige Neuerungen, die habe ich auch noch nicht so ganz gewusst. Das mit dem Update haben wir ja dann mit dem Livestream gesehen. War auch sehr unterhaltsam. Kam auch bei uns gut an. Auf jeden Fall, lieber Duxi, gesagt, vielen Dank für deinen Kommentar und die ganzen Informationen. Weiter geht's mit Hayanex, der schreibt, cooles Video, mach so weiter, Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank dafür, lieber Yannick. Weiter geht's mit Thorfinn Simon zu einem älteren Video, nämlich Folge 74, einfach nur geil, vielen Dank dafür. Weiter geht es mit Adronix, der schreibt, gibt es eine Möglichkeit, das Spiel auf Deutsch umzustellen? Also generell geht mein Sommercar nicht auf Deutsch umzustellen. Ich hatte das ja auch schon, das ist aber eine Mod. Also es gibt eine Mod, wo du quasi das Menü und auch die Untertitel dir quasi umstellen kannst auf eine andere Sprache, damit man das halt natürlich besser versteht. Damit hoffe ich, ist deine Frage, lieber Atronix, beantwortet. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar. Weiter geht's mit Leon Jungmann, der schreibt, war ein geiler Stream, liebe Grüße, dein Leon. Vielen Dank für das Kompliment und dass natürlich der Livestream, der zweite, auch euch so gefallen hat. Weiter geht's mit Sam Let's Play, der schreibt, wie hast du die Sprache umgestellt? Und da bin ich wieder bei, was ich gerade gesagt habe, bei der Sprache handelt es sich einfach um eine Mod, damit man das halt umstellen kann. Genauso das mit den Untertiteln, damit man das versteht. Da gibt es für das Radio zum Beispiel und für allgemein für die Untertitel auch quasi eine Mod, dass du das halt umstellen kannst, dass man das halt auch dann besser versteht. Ich hoffe, damit ist auch diese Frage beantwortet. Lieber Sam, Let's Play 1, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar. Und wir kommen zum letzten Kommentar der Community-Kommentare. Die Ära hat wieder Markus, der schreibt, cooler Stream, gestern hab es voll gefeiert und den ein oder anderen Like dazu. Lieber Gruß, Markus, und ich freue mich, dass auch dir der Stream gestern am Freitag so gefallen hat. An dieser Stelle vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar und das waren eure Community-Kommentare. Und wie ihr schon sehen konntet, war da wieder allerhand los in den Community-Kommentaren. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir legen gleich weiter los, nämlich mit dem Best of der letzten drei Let's Play-Folgen, besser gesagt der letzten zwei Let's Play-Folgen und dem Livestream vom Freitag. Los geht's. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Sommercar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sind wir auf den Hund gekommen. Wir haben eine weitere Mod-Vorstellung mit dem Namen My Sommercar Dog.
Aber wie es bei so vielen Mods ist, ist es auch bei dieser Mod so, man muss erst das gewisse Gerät, beziehungsweise in diesem Fall das Tier, erst einmal finden. Ich würde sagen, wir fahren mal hier hinten rum. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Flauschiges, Pelziges finden. Du bist kein Hund. Du bist eigentlich ein Fußgänger. Da ist der Ball. Der Ball macht ein Auto kaputt. Weg vom Auto. Ich suche nur einen Hund. Habt den Hund gesehen? Mein Hund ist entlaufen. Ganz frisch gekauft. 800 Euro hat er gekostet. Für mich riecht es in der City. Aber egal. Egal. Sehen wir irgendwas? Oh. Oh, ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, feiner bist du. Hallo? Kommt da rein. Kann mich... Au! Läuft bei dir! Hast... Bitte was? Hast du gerade Wuff gemacht? Wuff? Bark. Bitte was? Bark. Bitte was? Was machst du für Geräusche? Das sind zu menschliche Geräusche. Mach mal Sitz, du kannst doch irgendwie Sitz machen. Kannst, oh, oh, die, oh, guck mal, der hebt sogar die Augenbrauen. Oh. Warum versinkt der im Asphalt? Schnell die Tür zu. Du bist ja ein normaler Hund, die gucken immer alle gerne aus dem Auto raus. Also aus dem Fenster, ne? Berg. Hab ich nicht gerade. Woof. Woof. Ach, er ist ja wieder im Folgemodus, wa? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der hier drinnen bleibt. Tatsächlich. Gut, jetzt habe ich einen Hundearsch im Gesicht. Hast du gerade den fahren lassen, sagen wir? Das geht so nicht. Ja, bist ja ein Feiner. Ja, du bist ja ein Feiner. Ich komm hier. Ja, kriegst eine Streichleinheit. Streichleinheit. Komm mal mit. Er hört aufs Wort. Das ist schön. Und da kommt ein Auto. Ich spring's nicht übers Herz. Die Fahrer von meinem Sommercar machen das locker. Holländer! Wow, 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 wow! Drück mal Sitz. Listen again. Drück mal Sitz. Drück mal, Sitz. Wolf. Der einfach dann über die Hunde fährt. Boah. Was würde er machen? Oh, ich glaube, unser Hund macht ein Geschäft. Oh, unten drunter! Brutus? Brutus! Brutus ist weg. Hat der gesoffen, der Busfahrer? Sind der schon Hunde mit, ne? Bis dahinter! Alter, das ist neuer Rekord! Und heute sollte eigentlich der zweite Livestream auf meinem Kanal stattfinden. Musste
der aber von mir leider verschoben werden. Ich habe das gestern angekündigt in einer Breaking News. Also der neue Termin ist am Freitag, 3. April, also diesen kommenden Freitag um 20 Uhr. Der wird dann definitiv stattfinden. Und in dieser Folge wollen wir ein bisschen was vorbereiten schon mal für den Livestream am Freitag. Ja, guck mal an, wer da schon wieder ist. Ja, ja, der. Ja, bin hier schon mal hergebrettert. Ich bitte diese Delle zu ignorieren. Die Herfahrt war etwas holprig. Dazu brauchen wir aber einen Code, der sich ja hier versteckt. Deswegen gehen wir einmal hier gucken. Jetzt muss ich natürlich, wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. So, knien wir uns mal hin. Kriege ich das so hin? Doch, das sollte kein Problem sein. Übrigens habe ich den Hinweis von euch bekommen. Ich hatte es ja hier ausprobiert in der letzten Folge, ob wir uns hier anstellen können. Geht nicht. Nein, geht nicht. Doch, geht. Aber nicht so, sondern da. Drive Mode, let's go. Übrigens habe ich... Alter, die Delle, ne? Den Hund habe ich mit nach Hause genommen. Das war total für den Arsch. Entschuldigung für den Ausdruck, aber der war total... Egal. Wahrscheinlich gefixt worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ui, ja, genau. Eieieiei. Nein. Spiel sagt nein. Was machst du? Ach, dieses Auto. Hier, geil auch, wie die Sonne durch die Sonnenblende leuchtet. Dass die Schranken hier unten liegen, einfach mal bitte ignorieren. Ich hatte es eilig. Ja, genau. So einöde wie dieser Walzertanz mit diesem Auto hier. Schon immer so? So ein hessischer Schalter, das wäre mir neu. Ist egal. Ach Gott, come on. So schnell kann man überfordert werden, ne? Ist das jetzt... Au, das geht genau ins Gesicht. Das ist eine Rarität. Das hat eine Beule im Auto. Also, listen again. Das hat nicht... Eine Beule im Auto. Also, das ist nicht eine Beule, eine Delle. Eine Beule geht ja immer nach außen, Delle geht immer nach innen. Aber wenn du, wie nennt man... Ist gerade durchgebackt, oder? Nicht mit der Axt. Aua. Corona! Das ist nicht lustig. Stapel wächst noch. Dann haben wir 150 drin. Wir haben bloß noch 0,2 Alkohol im Bus. Na, das läuft doch. Nicht so schlimm. Kriegt als Bonus. So. Das dürfte nicht mehr wachsen, ne? Genau. Jetzt ist auch einmal randvoll. Ja, die sind auf der ganzen Map verteilt, will nicht spoilern, aber ein Tipp, in der Nähe von Fletari sind 6 Stück, den Rest musst du schon selber wissen. Die sind auch auf der ganzen Map auch noch verteilt, ach man. Wir haben ja die Handy-Mod, dann kaufe ich mal ganz schnell das Handy für 2499 Marka. Die Bestellung hole ich später ab, ne Timo? Es ist jetzt gerade ganz schlecht. Danke dir. So. Gab es nicht noch eine Halterung dazu?
Aha. Timer, verschweigst wieder die Hälfte, ne? Mein Freund. So nicht, ne? Dann ruhig, aber... Das muss sein, ne? Ist das... Oh, ne, es könnte auch Timer sein. Ihre Bestellung ist da. Möller Schmidt. Ja, weiß ich doch. Sorry. Ach, wie die Installation geht, oder was? Oh, moinsen. Wir sind heute richtig freundlich drauf. Ich würde sagen, wir düsen erstmal los zum Holzkunden. Oh Gott, ich lese gerade den Chat und dann verliere ich die Kontrolle wieder, ne? So, jetzt winkt uns hier gleich wieder rein. Oh, ja, er ist da. Er ist da, er ist da. Mach mal deine Winkbewegung. Hallo! Okay. Er hat sich, glaube ich, wieder an der Arschkimme gekratzt. Uah, ekelhaft. Was ist das denn? Ja, jetzt bleib ich natürlich hier am Baum hängen, ne? Das ist klar. Oh, leck mich am Zuckerli, du. Vorsicht. Ja, Mahlzeit. Genau. Ja, ich komm da schon. Brauchst nicht zu winken, Mensch. Ich bin Voranfänger, was das angeht. So, jetzt fahren wir hier noch ein Stück vor, wie immer. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Boah! So schnell ging der ja noch nie. Das Ding ist doch getuned, ey. So schnell habe ich den noch nie oben gesehen. Ja, läuft. So, runter damit. So, bitteschön, deine Lieferung. So, gib mir mal deinen Schnaps nach. Oh, Satana! Niki fragt, ob der Wendler an Bord ist. Egal. Beantwortet das die Frage? Vor allem, der ist doch in mir reingerannt. Warum steht die Polizei dann immer vor mir? Das ist immer dieses Ungerechte, ne? Ich hab die nicht umgebracht. Hört mal zu. Gehört? Kann es bitte ein Aufnahmegerät geben oder so? Da kann man das aufnehmen. Man hat ihn auch gerade noch schnarchen gehört. Trotzdem Körperverletzung. Ich merke schon, ihr seid echt auf meiner Seite. Dankeschön dafür. Leon Jungmann schreibt, der ist umgekippt. Ganz einfach. So sehe ich das auch. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenigstens einer. Lala schreibt, du hast ihn umgeworfen. Ich hab das Geld genommen. Lieber Lala. Ich merke schon, du bist echt nicht auf meiner Seite. Benny HD schreibt auch, kann passieren, er ist einfach umgefallen. Siehst du? So sehe ich das auch. So, auch hier passen wir jetzt auf wegen der Todesbrücke hier. Nicht, dass wir auch jetzt hier nochmal mysteriös sterben. Wie im letzten Livestream, im allerersten. Da sind wir ja an die Leitbank gekommen mit einem LKW und sind da gestorben. Bei Timo. Warum ziehst du nach rechts? Was wird das? Oh Mann. Das ist neu. Das sehe ich sofort. Und das hier. Das ist neu. Update gab. Hast du dich jetzt echt unter dem... Es ist nicht dein Ernst. Du kriegst doch alles hin. Du bist doch zum Scheißen zu blöde. Wie schaffst denn du das? Wisst ihr was? Mach's anders. Damit du uns jetzt hier im Livestream nicht weiter auf den Sack gehst, mache ich das jetzt so. Dann ziehen wir jetzt Timer vor. Bevor wir jetzt die Farm uns hier angucken. So. Rechts gucken, ob was kommt. Natürlich nicht. Oh. Oh, hab ich nicht gesehen. Vorlieben für Pornoblüsch ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber, naja, egal. Egal. So, einmal vollgetankt. 124 Marker wieder futsch. Jetzt darf es ruhig aus. Ah, es ist 20 Uhr. Ist der jetzt echt schon rübergegangen?
Ist das dein Ernst? Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo ist dieses Fenster? Wo ist das Bett? Das ist... Oh, das ist der Schreibtisch. Elegeminter, aber naja, Sprit kostenlos. Na, leider nicht, ne? Da kriegst du, glaube ich, mutterlich Ärger auch. Oder beziehungsweise... wird es dann noch teurer, glaube ich. Ist das euer Ernst? Jungs! Der Traktor kann nichts für eure Blödheit. Ich höre den Hund jetzt schon wieder, ne? Das ist jetzt schon nervig. Timer, mein Freund, ich hab hier was. Lässt bei 124, Gott sei Dank. Einmal das. Einmal das. Der PC steht hier draußen. Dann nehmen wir den natürlich mit. Oh, Schnieke. Von Brennfuchs. Wir gucken uns den mal an. Auch wenn wir den jetzt noch nicht fahren können. Wie gesagt, wir müssen erst eine Mission für den Farmer machen. Oh. Da steht der Mähdrescher. Also ich habe, wo ich dachte, dass der Mähdrescher, wo ich das gelesen habe, dachte ich, wir müssten da auch irgendwas abbauen. Weil Weizenfelder gibt es ja genug, ne? Der ist ja mal richtig schön modelliert. Komm, wir schauen uns mal den Trabant an. Schwupps, Mähdrescher ist interessanter. Habt ihr da hinten im Warndreieck. Wir gucken uns kurz die Trabant mal an. Da steht das gute Stück. Da steht der Trabi. Das ist eine Mod von Brennfuchs. Hallöchen, Brutus. Ich muss erstmal schnell weg. Geh weg. Nicht, dass du überfahren wirst. Willst du mich? Heute nehme ich alles mit. Heute nehme ich alles mit. Ist das euer Ernst? Du Schrandtraktor, da brauchst du nicht messen. Der fährt nicht schneller. Ach, ich freue mich. Herr Polizei, Officer, Police Officer, was auch immer, wie man sie nennt hier in Finnland. Bußen, natürlich, war ja klar. Oh, nee, wir sind bei Null, Gott sei Dank. Das Bier ist schon abgearbeitet. Ja, passiert nichts. Das hätten wir wieder uns sparen können. Tschüss, in der Videobeschreibung gucken. Nee, das probieren wir nicht. Nein, nein, jetzt. Das geht schon schief. Oh Gott, das Himmels Willen. Nicht schon wieder. Glück gehabt. Der Wendler im Wort ist er nicht, aber an Bord ist er schon. Egal. Darf man fragen, wie alt du bist? Ich gehöre nicht mehr zu den Jüngeren, ich gehöre aber auch noch nicht ganz so zu den Alten. Ich befinde mich da eher im Mittelfeld. Er ist 9999 Jahre alt, so ungefähr. Da wäre natürlich die Möglichkeit vom Telefon noch gegeben. Telefon, wenn man vom Teufel spricht. Oh, bitte lass es den Farmer sein. Meller Schmidt! Oh Gott! Tofaka is calling. Oh Gott. I had a heart attack, eine Herzattacke, ein Doktor. Gut, darf nicht mehr arbeiten. I wonder if you could transport all the. Was? Ich war zu langsam mit dem Lesen. Was stand da? Ach, das Fenster vom Livestream ist zu klein, ich kann es nicht lesen. Aber ich glaube, das war das mit den Heuballen, oder? Ja, erstmal herzlich willkommen hier in Maisomaka, ne? Sie sind ja noch neu, ganz frisch hier, ne? Das mit der Herzattacke, das tut mir leid, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen. Aber ich helfe Ihnen natürlich gerne für entsprechende Bezahlung, ne? Heuballen, haben sie gesagt, muss ich sammeln, ne? Glaub 23 Stück, wenn ich mich nicht verhört habe. Oder so. Oder haben sie da überhaupt was gesagt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir kümmern uns drum. Ne? Würde ich sagen. Bis dann. So. Sowas fragt man nicht. Da hat Tina vollkommen recht. Rainer ist 53. Vielen Dank dafür. Rainer ist 40. Blaulichtreport. Nein. Auch das ist nicht richtig. Brennfuchs Rainer schätze ich auf 25. Nee. Auch nicht richtig. Wie schön, wie das jetzt geraten wird. Warum alle Leute wissen wollen, wie alt ich bin. Lala schreibt, ich schätze dich 45. Das ist auch falsch. Hey, Yannick, 33. Es nähert sich langsam. Benny hatte 25 Jahre. Nein.
Okay, Rhein-RTV ist 30 bis 49. Oh Mann. Warum nur? Lala sagt, ich sage 45. Nein, das ist auch falsch. Macht mich doch nicht alles so alt. So alt bin ich doch noch gar nicht. Wie gesagt, ich gehöre nicht mehr zum jüngsten Eisen, aber auch nicht zum älteren. Ich bin so, ja, oh Mann. Oh Mann. Chaos, Tim schreibt, ich denke, du bist 18, 19. Ja, wie gesagt, ganz jung gehöre ich jetzt auch nicht mehr dazu. Klinge ich so jung? Glaube ich nicht, ne? Lala 37, nein. Ich schätze dich 31, nein. Nick 30, nein. Leon Jungmann und OKK haben recht mit 35. Du klingst wie 25, Leon Jungmann. Vielen Dank dafür, für das Kompliment. Habe ich mich doch jünger gehalten, als ich wirklich bin. Hast du lange oder kurze Haare? Jetzt wird's privat. Jetzt wollen wir nicht My Summer Car spielen. Aber ich habe kurze Haare. Ich mag keine langen Haare. Erst recht nicht im Sommer. Wenn das dann so warm ist. Nee, danke. Ich habe kurze Haare. Und wenn ihr die Haarfarbe noch wissen wollt. Nee, könnt ihr raten. Komm. Da habt ihr was zu tun. Ich baue derweil den PC auf. Brennfuchs schreibt. Warum sollten wir abschwingen bei einem so netten Typen wie dich? Vielen Dank dafür. Eine Zahl, ne? Kann man ja immer noch lustig sein, ne? Hast du einen Bart? Jetzt wird's aber intim. Jetzt hast du einen Bart. Wie groß bist du? Wie ist deine Sozialversicherungsnummer? Was verdienst du? So. Gut, dann geben wir das mal ein hier. Tell. Ich hoffe, das ist richtig. Oder muss ich das Laufwerk erst wechseln? Ender. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich eine Person deswegen nicht mag, ne? Ich mag allgemein keine langen Haare, zum Beispiel, wenn es zu warm ist, ne? So, jetzt muss ich hier... dann nochmal. Load. Alles klar, vielen Dank dafür. So, jetzt kann das Ding hier nämlich in Ruhe laufen. Mit Alt plus P. Jetzt hat's geklappt. Ohne, dass ich das Zwischenmenü aufrufen muss. Läuft. Sehr gut. Alter, wie groß sind die denn bitte? Die haben eine ordentliche Größe. Wie stab ich die jetzt am besten hier rein? Runde Seite an runde Seite oder? Ich denke mal, ne? Und ein bisschen Ahnung habe ich. Ich habe den Landwirtschaftssimulator 2019 angezockt. Die lautet, na, wer weiß es? Wer weiß es? Richtig. Egal. Egal. Müsste ich da auch mal reingucken. Wäre was für den nächsten My Summer Car Broadcast TV Folge, ne? So, jetzt ist uns einer echt in die Karre gerottelt, ne? Ich könnte dir einen Finger zeigen. Du mal. Geh mal in die Hocke. Okay, also du bist mein Opa. Was hast du mit meiner Oma gemacht? Warum bist du hier und nicht bei Oma? Das sind Fragen über Fragen, aber... Egal. Ich sag ja, irgendwo liegt er noch auf dem Dach. Deswegen, ich bin... Opa, nein, ist schon wieder eine Herzattacke. Was hast du gemacht, Opa? Opa hat gesagt, es sind Arbeiten, aber Opa ist umgefallen. Was ist denn... Ist das so beabsichtigt? Opa, was machst du? Opa! Opa, wach auf! Hast du eine Herzattacke? Was machst du mit dir, wenn das Oma sieht? Oma, erstmal hier rein. So, da bist du erstmal geschützt, ne? Falls jemand kommt. MSC Mods fragt, kannst du mal My Summer Car spielen? @RheinRTV. Was denkst du, was wir gerade spielen? Illy Gaming Toys. MSC Mods, das tut er gerade. Opa, 23. Geld. Obwohl, das Geld ist ja eigentlich für mich jetzt noch relativ unwichtig. Ich hätte ja gerne mal die Schlüssel. Oh jo, hallo. Da, fertig. It's done seems, now here's a little money for you. Oh, aber es steht kein Schlüssel da. Ja, gib mal her. Dankeschön. Das ist kein Bug. Genau, versuche es. Auf zum Trabi. Ja, na, wenn ihr das sagt, gehen wir mal zum Trabi. Oh. Oh.
Danke. Wir lassen ihn mal an. Gut, du legst den ersten Gang ein. Boing, aus. Typisches. Nicht, dass ich jetzt nur überfahre und dann wirklich die Polizei... Weg da. Weg, 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 weg. Lassen einfach mal den Sound auf einen wirken, oder? Ja, ich sehe schon, die ist ausgefallen. Wir fahren aktuell 0 Gramm. Ich kann ja hier nicht sterben. Wow, 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 wow. Oh, Elchtest, den würde er, glaube ich, nicht bestehen. Warte. Was? Olaf Olafsson, selbst der Tacho ist wie im Original. Respekt. Da kann ich mich nur anschließen. Ich höre irgendwo ein. Ja, da kommt einer von hinten. Uah, das war klar, dass du mich abschießen musst, du Vollpfosten. Komm, wir kürzen hier ab, vorsichtshalber. Vorsicht, Vorsicht. Gute alte DDR-Federung ist drinne. Au, 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 au. Eieieiei. Ja. Lieber Rainer TV, nur durch dich habe ich Mods ins Spiel bekommen. Du kümmerst dich auch um deine Community. Ich mag dich. Du bist der beste YouTuber für immer. Vielen Dank, lieber Hans. So, jetzt gucken wir uns mal den Motorraum hier an. Nee, lass mich mal rein. Was ist das süß? Ich sehe die Zahl leider nicht. Oh, ist das dein Ernst? Stimmt, es gab ein Update. Juhu! Das heißt, Batterie leer. 100.000. 500 irgendwas. Ich entschuldige mich dafür, aber. Egal! In dem Sinne war das erstmal eine neue Folge von Mai Sommer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr seht, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und was noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Das war das Beste auf der letzten drei Let's Play Folgen aus dieser Woche. Eine davon war der Livestream, nämlich am Freitag. Das war Folge 88 und vorher hatten wir natürlich Folge 86 und 87 und natürlich hoffe ich, dass das Beste auf euch gefallen hat. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei über 40 Minuten und das heißt, wir kommen langsam zum Ende der neuen Mai Sommer Car Podcast TV Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr es gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Folge von Mai Sommer Car Podcast TV wieder und wenn ihr schon wollt, morgen zur nächsten Let's Play Folge von Mai Sommer Car. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, fürs Zuhören vor allen Dingen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.